Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell eure Hinterradfelge aus- bzw. wieder einbaut, ohne Montageständer. Das ist eine Frage, die mir jetzt öfters auf Instagram gestellt worden ist. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich mache schnell mal ein Video darüber und zeige euch, wie ihr das ganz fix ohne Probleme lösen könnt. Falls ihr Fragen zum Bikeschrauben habt oder sonstiges zum Thema Fahrradfahren, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Vielleicht führt es sogar zu einem Video. Genau wie die Geschichte hier, oder schreibt mir auf Instagram, überhaupt kein Problem. Dort kann ich kleinere Fragen sofort beantworten und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das erste, was ihr tun müsst, ist erstmal das Bike auf die Rückseite tun. Ihr nehmt es einfach rum, zack, bumm, zack. Und dreht es erstmal auf die Rückseite drauf, so dass ihr schön hier arbeiten könnt. Als nächstes müsst ihr darauf achten, falls ihr vorne noch ein Kettenblatt mehr habt. Ich habe hier vorne nur eins, schaltet bitte ins untere. Dasselbe trifft hinten für die Kassette zu. Dort solltet ihr auch im untersten Drittel sein, damit ihr das Hinterrad leichter ausbauen könnt. Als nächstes solltet ihr schauen, was ihr für ein Schaltwerk verbaut habt, ob ihr so einen Spannungshebel dran habt. Ich habe so einen nicht, aber an meinem E-Bike ist sowas verbaut. Das zeige ich euch jetzt mal, was ich meine. Das ist dieser Spannungshebel, den ich meine. Wenn dieser nach oben ist, ist das Schaltwerk gespannt. Das heißt, es wippt nicht so dolle mit. Ihr seht, ich kann es kaum richtig bewegen. Wenn ihr euer Laufrad hinten ausbauen wollt, macht diesen Hebel nach unten und das Schaltwerk lässt sich einfacher bewegen. Das erleichtert um einiges das Ausbauen der Hinterradfelge. Als nächsten Schritt macht ihr eure Steckachse raus. Ich weiß nicht, was ihr für eine Steckachse verbaut habt. Ich muss meine rausdrehen, aber bei euch kann es sein, dass ihr mit Schnellspanner habt. Also dreht einfach euren Schnellspanner raus. Bei mir muss ich das hier mit so einem kleinen Input machen. Ich muss das hier locker drehen. Zack. Bis die Steckachse kommt und die Achse herausziehen. Als nächstes schaut ihr, ob ihr hier so einen kleinen Knopf habt. Der hält den Käfig vorne fest. Also ich kann bei mir den Käfig leicht nach vorne drücken. Hier drücke den Knopf, lasse den Käfig leicht los und der Käfig bleibt einfach hängen. Das erleichtert mir den Ausbau der Felge enorm. Ich zeige das aber euch jetzt ohne diesen Mechanismus, weil den nicht viele haben. Die meisten haben Angst, ihr Schaltwerk zu zerstören, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesem Teil umgehen können. Das Schaltwerk hält einiges aus. Keine Angst dabei haben, wenn ihr euer Hinterrad ausbauen wollt. Ihr fasst einfach so an oder am Käfig, je nachdem, und zieht das Schaltwerk langsam nach oben. Zack. Und dreht dann das nach hinten, so dass die Spannung rausgenommen ist, dass es hier so gespannt ist, die ganze Geschichte. Nehmt eure Hinterfelge und zieht die einfach vorsichtig nach oben raus. Zack, lasst es zusammenklappen und ihr habt eure Hinterfelge draußen. Ich mache die ganze Geschichte jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Einfach hier unten nach hinten ziehen, zack, Felge raus, rausnehmen, Ende. Jetzt wollen wir natürlich die ganze Geschichte auch wieder einbauen. Das ist im Endeffekt dasselbe, aber viele wissen nicht bei diesem Kettengewirre, wo muss welche Kette liegen. Ganz einfach, ihr lasst sie wieder runterfallen. Das ist ja euer oberes Schaltröllchen, was nachher oberhalb von der Kassette läuft. Und das ist die untere Kettenseite, die unten lang läuft. Hier nehmt ihr auch wieder einfach euer Schaltwerk, zieht das nach oben, zack, mit der Hand das Schaltwerk nach vorne, dass das gespannt ist und nicht wieder nach vorne klappt. Nehmt eure Hinterradfelge, setzt sie von oben ein zwischen die zwei Kettenseiten und rastet erstmal in irgendeinem Kettenglied ein. Das ist erstmal völlig egal. Achtet dabei, dass ihr mit der Scheibe zwischen die zwei Bremsbacken kommt. Das ist ganz wichtig, damit ihr nachher die Bremsfunktion nicht verliert. Nehmt das einfach so und führt das Hinterrad zack rein, lasst los. Und fertig ist die Geschichte und ihr habt euer Hinterrad wieder eingebaut. Das Ganze machen wir jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Zack, aufziehen, rumziehen, Felge einsetzen, zack, drinnen. Als nächstes führt ihr einfach wieder eure Steckachse ein. Zack, rein, festdrehen und fertig. Wenn ihr diese Schritte erfüllt habt, tretet einfach noch einmal nach vorne. Zack, dass die Kette in den richtigen Gang hüpft und damit ist die Geschichte schon erledigt. Jetzt könnt ihr das Bike einfach wieder rumdrehen, zack, und es kann wieder auf den Trail gehen. Zu der Frage aber, Max, ist es nicht scheiße, das Rad auf die Rückseite zu legen, wegen Bremsen, allen drum und dran? Dazu wird demnächst ein Video hochgeladen, wo ich die Sache nochmal genau erkläre, ob das wirklich Mist ist
und wie man das beheben kann, wenn man das Bike auf den Rücken stellt. Was das für Auswirkungen auf die Bremsen hat, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und weitergeholfen. Wenn dem so wäre, Like nicht vergessen, würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr solche Tipps haben wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt und weitere Tipps von mir abgreifen wollt, kloppt den Abonnier-Button rein, bis er nicht mehr raushüpft. Würde mich darüber sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!